Diese Schule feiert an diesem Tag ein Jubiläum. Es ist die Förderschule für Sprachentwicklung. Vor 40 Jahren, am 12. Juni 1981, erhielt sie den Namen Anne-Frank-Schule. Diese Anne Frank hatte ein Tagebuch geschrieben, bevor sie von den Nazis 1945 im KZ Bergen-Belsen ermordet wurde. Der Inhalt des Tagebuchs ist bekannt. Er erschütterte die ganze Welt. Das Tagebuch wurde Pflichtliteratur an den Schulen. Die Schüler und Lehrer dieser Schule waren tief beeindruckt vom Schicksal der Anne Frank. So kam es zur Namensgebung ihrer Schule am 12. Juni 1981. Das war der 52. Geburtstag der Anne. Denn sie wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Heute im Jahr 2021 könnte sie 92 Jahre alt sein. Der Faschismus währte 12 Jahre in Deutschland. Er hatte die Welt auf das Grausamste verändert. Heute, 76 Jahre danach, interessiert uns, was in dieser Zeit in Magdeburg geschah. Denn wir dürfen das, was geschah, nicht vergessen. An einiges wollen wir erinnern. Das äußere Bild war jetzt von Fahnen geprägt, die ein Hakenkreuz trugen. Ab 1941 wurde immer öfter ein Stern an der Kleidung von Bürgern der Stadt bemerkt. Es war der Davidstern, verändert zum gelben Stern mit der Inschrift Jude. Er wurde das Kainsmal der jüdischen Bevölkerung. Es sollte für diese Magdeburger wie für alle Juden schlimme Folgen haben. Der Spruch „Deutsche, kauft nicht beim Juden“ machte auch in Sudenburg die Runde. Die jüdische Gemeinde war noch 1933 eine große Gemeinde. Hier in der Klausener Straße in Magdeburg hatte sie Schutz gesucht. Auch der israelitische Friedhof im Fermersleber Weg kann ein Zeitzeuge sein. Die Magdeburger jüdische Gemeinde umfasste 1933 noch 1993 Mitglieder. Nur wenige Magdeburger Juden überlebten den Holocaust. Namen wären zu nennen, wie die der Familie Blumenfeld, eine bekannte Magdeburger Zirkusfamilie. Ihr Weg endete in den Gaskammern von Auschwitz. Einige verfolgte Magdeburger Juden hatten Magdeburg noch vor dem Novemberpogrom verlassen können. Noch existierende jüdische Geschäfte wurden grausam zerstört und ihre Besitzer in Konzentrationslager gesteckt.
Eines der renommierten Geschäfte war das Haus für alle und alles von Moritz Organic. Organic hatte zu lange gezögert. Verhaftung und Eigentumsverlust waren die Quittung. Der Arier Hermann Wandert betrieb dann das Geschäft. Andere teilten das Schicksal von Organic und endeten in den Gaskammern der Faschisten. Einige hatten den Absprung noch rechtzeitig geschafft und Deutschland verlassen. Sie alle waren, wie andere Bürger auch, Magdeburger. Die Synagoge in der Großen Schulstraße 22 wurde vernichtet und wenige Monate später gesprengt. Heute erinnert ein Ehrenmal daran. Stolpersteine in der Stadt mahnen gegen das Vergessen. Das ist der jüdische Arzt Dr. Otto Schlein. Er praktizierte in Magdeburg. 1936 musste er Magdeburg verlassen, denn er war Jude. 1944 wurde er in Auschwitz umgebracht. Hier an dieser Stelle findet man Stolpersteine für die Familie Schlein. Welcher Magdeburger denkt schon daran, wenn er über das Schleinufer fährt? Hinter der Gedenkhalle auf dem Friedhof hat man eine Tafel angebracht, die den über 1 Million jüdischen Kindern gewidmet ist, die in der Nazizeit ermordet wurden. Unser Kalenderblatt könnte viel mehr Ereignisse benennen. Doch lassen wir es bei den wenigen Beispielen. Aber ist der Faschismus aus der Welt? Er tritt uns in vielerlei Gestalt auch heute noch entgegen. Der in Magdeburg geborene Schauspieler Eckhard Schall sprach im Schauspiel Bertolt Brechts Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy diese Worte. Sowas hätte einmal fast die Welt regiert. Die Völker wurden seiner Herr. Jedoch, dass keiner uns zu früh da triumphiert. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Nehmen wir also diese Worte am Geburtstag der Anne Frank als Warnung.